Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ja, weiter geht's mit Need for Speed. Wir sind heute wieder in der Tag-Season und wir machen weiter mit unserem Rennen. Ich fahre direkt schon mal zu der Mission und danach können wir ja wieder die normalen Rennen machen. Ist ja eigentlich Sack wie Hose. Oh, guck mal, jetzt komme ich ganz gut durch, ne? Gleich baue ich wieder einen übelst krassen Unfall. Mann, jetzt wollte ich so übelst cool da vorbeifahren, weißt du? Also viele würden jetzt einfach sagen, ja, bremst doch einfach mal, ne? Du kannst doch einfach mal bremsen. Ja, das mache ich auch voll oft. Aber ich denke immer so, bevor ich bremse, ah, ich schaffe das noch mit Lenken. Win-Wheel-Life. Mit 100 über den Zebrastreifen, ich schaffe das noch mit Lenken. Brauche nicht bremsen. Okay. Einmal hier längs. Danke für die Bande, sehr nett. So mache ich das übrigens auch immer, ne? Ich nehme auch immer andere Fahrzeuge als Bande. Ja, da kann man sich halt das Bremsen sparen, ne? Wenn man eine gute Versicherung hat, geht dann auch alles immer über die Versicherung. So. Ja, wir gucken jetzt mal. Wir müssen ja noch das Fliegrennen fahren. Ich hoffe, es kommen noch ein paar. Ich hoffe jetzt nicht, dass es so irgendwie das letzte, so das vorletzte ist. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Fliegrennen. Weil wenn, dann sind wir wirklich fast... gehen wirklich fast Richtung Ende. Uns fehlt dann an sich nur noch die Sammelobjekte, also hier die Flamingos fehlen uns dann nur noch, ne? Und ja, gut, die ganzen Rampen und sowas. Aber sonst wären wir dann fertig. Ich hoffe, wir haben noch ein paar League-Rennen. Ich hoffe, es kommen noch ein paar. Es wäre sehr schön. Echt schade, wenn es jetzt nach den Rennen oder so aufhört, weil wir hatten ja auch nicht viele Drift-Rennen, ne? Also was Kampagne angeht, ne? Da hatten wir ja auch noch ein paar. Das hier ist noch eine potenzielle Strecke für den nächsten Showdown. Mal sehen, wie sehr sie dich fordert. Okay. Und fängst du an mit fordern? Achso, wenn ich einen Unfall baue, okay. Dann ich Bescheid. Bitte. Nee. Oh, die bleiben aber gut hinter mir, ne? Also, ich habe jetzt gar nicht auf die Bewertung geguckt, so wie immer. Selbst wenn ich von der Bewertung her 100 Punkte hinterliege, ist mir das Boogie irgendwie, kriegen wir das schon hin. Aber ist jetzt nicht so, aber... Oh, die bleiben eigentlich. Ei, ei, ei. Hier darf ich mir wirklich gar keinen... Also hier darf ich mir wirklich gar keinen großen Fehler erlauben, sonst bin ich sehr, sehr, sehr schnell Level vor allem. Platz 2. Hallo Jens Spahn. Jens Spahn, bleib hinter mir. Aber wir haben ja zum Glück 3 Runden, ne? Die Runde ist gleich vorbei. Das sieht gut aus. Kämpf dich jetzt nach vorne. Oh, krass, ey. Okay, der Jens Spahn, okay. Der will sehr gerne auf dem ersten Platz bleiben, das muss man natürlich verhindern. Weil ich darf mich in der letzten Runde nicht so scheiße wieder überholen lassen. Ich muss gucken, dass ich zu denen relativ, ja. Na, wie mache ich das? Ja, einfach auf dem ersten Platz bleiben, das hört sich jetzt so einfach an, ne? Aber das ist gar nicht so einfach. Ja, meine Geburt war ein Fehler, trotzdem fahre ich gut. Wollte ich schon mal so angemerkt haben. Also, nicht Fehler im Sinne von, dass ich nicht auf der Welt sein sollte, sondern es war ein Unfall. Ich war ein Fehler in der Matrix. So. Du
Der Jens bleibt aber auch auf dem zweiten Platz, ne? Der hat keinen Bock, irgendwie mal den dritten sich anzugucken. Er findet den zweiten ziemlich gemütlich. Was ich aber auch verstehen kann. Der erste ist natürlich noch schöner, aber auf dem zweiten kann er ruhig bleiben. Also ich habe damit kein Problem, der Jens sparen. Der kann ruhig auf dem zweiten bleiben. So, jetzt muss ich gucken, dass ich wirklich fast fehlerfrei hier durchfahre. Das ist die letzte Runde jetzt. Aber der ist schon wieder... Das geht. Das ist so in Ordnung. Ja, guck mal, wir haben jetzt zumindest ein bisschen Puffer aufgebaut. Weil es nicht bedeutet, dass ich jetzt einfach hier einen Unfall baue. Das würde ich nie tun, sowas. Hier ist noch was für dich drin. Hier ist noch was für dich drin. Okay. Was wäre, wenn ich auf dem zweiten wäre, dann wäre nichts mehr für mich drin. Auf dem ersten habe ich gerade noch so Chancen oder was. Respekt, ne? Einmal hier längs. Und einmal hier längs. Wunderbar. LOL, guck mal, wo der letzte ist, der Dex. Der beginnt jetzt erst die letzte Runde. Was ist denn bei denen los? Dexter Energy. Ich sollte, glaube ich, mit meinen Witzen aufhören, weil die sind gar nicht so witzig, ne? Ich merke das schon. Jawohl, erster Platz. Hey. Du magst die Strecke, hm? Nein. Wenn du noch eine für mich testest, besorg ich dir ein High-End-Fahrwerkskit. Ich mag die Strecke nie. Hände hoch, Polizei. Ich wurde verhaftet von Fotografen. So, wunderbar. Da haben wir das Rennen auch schon mal abgeschlossen. Das nächste Rennen wird dann, denke ich mal, dann beim Wechsel wieder sein. Das ist ganz in Ordnung. Das heißt, wir können ja jetzt einfach mal hier gucken und können ja mal nur Rennen einschalten. Guck mal, wir haben hier... Können wir mal solche Rennen machen? Die sind ja auch noch da. Wir können ja mal solche Rennen fahren. Die haben wir irgendwie, also ich besser gesagt, immer wieder ein bisschen übersehen. Die könnten wir auch mal mägen. Da haben wir doch noch ein bisschen zu tun. Ich weiß nicht, wie viele Rennen sind denn das? Also hier haben wir einen Rivale, da haben wir einen. Haben wir schon gemacht. Da haben wir einen. Ja gut, da haben wir ja sogar noch ein paar. Siehst du mal, hier unten haben wir auch noch was, da haben wir noch was. Und hier oben haben wir alle jetzt, ne? Krass. Könnte man immer schon so weit nach oben gehen? Aber guckt mal, ne? Hier kommt immer mehr. Oder kommt man das nur so vor? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kommt mir das nur so vor. Wir werden sehen. So, gut, die Bewertung war jetzt eine 200er. Natürlich jetzt ein bisschen lehm, aber ist nicht so schlimm. Also lehm eigentlich, also wenn ich fahre, lehm nicht, ne? Ihr wisst das, ne? Ich knutsche jede Wand. Aber normalerweise müsste es lehm sein. Also normalerweise müsste es sehr einfach sein. Wenn man fahren kann. Wie oft wollen die hier noch mein Auto zeigen? Hallo? Ne, finde ich gut das Auto, aber ne, reicht schon langsam, oder? Ja, schön. Ne, das ist, gefällt mir. Kriegt ein Like in Facebook. Das heißt, wir werden uns einfach nach dem Cut wiedersehen. Bis gleich. Ja, und da sind wir schon wieder. Es funktioniert leider überhaupt gar kein Rennen. Ich kann keine Rennen starten gegen Rivalen. Ich glaube auch, dass ja, die Server wieder rumspinnen. Ist ja was ganz Neues bei EA.
Ja, da habe ich mir jetzt einfach gedacht, komm, wir spielen jetzt einfach mal wieder Offroad-Rennen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Da können wir auch mal ein bisschen wieder rumkurven. Und ja, finde ich schade. Ich wollte eigentlich jetzt ein paar Rivalenrennen mit euch fahren, aber wenn nicht eins funktioniert, dann jo, ist es natürlich schwierig. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, hier war eigentlich war hier eine 300er oder so, ne? Also ein über 300er. Mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe gegen die. Hi, hi. Ich dachte gerade, der fährt einen. Von beiden sah er voll aus wie so. Hallo, wie so ein Mini. Der Cover. Oh, das läuft ganz gut. So. Was ist denn hier längs? Ali Hopsala. Ali Hopsala. Guck mal, die nehmen die Straße, die Idioten. Oh ja. Also die Strecke sind wir schon mal gefahren, aber ich kann mich an die Strecke hier gar nicht erinnern. Die ist cool. Gefällt mir. Die hätte ich fast sogar schon mit meinem BMW fahren können. Weil doch hier sehr viel Onroad ist. 50% Onroad, 50% Offroad. Alter, wo sind die? Krass. Bremsen die oder fahren die ein anderes Rennen? Kann ich ja nebenbei noch hier mir einen Kaffee holen. Ali hopp, Ali hopp, Ali hopp, Ali hopp. Übrigens, nebenbei so eine ganz kleine Real-Life-Story. Ich hatte heute frei, für alle, die so in Sachsen wohnen, die wissen das ja, dass gerade hier wieder gestreikt wird. Die DVB möchte ja ein bisschen mehr Geld haben. Also allgemein, glaube ich, nicht nur hier in Dresden, sondern allgemein so die Öffis wollen ein bisschen mehr Geld haben. Und das ist schön, wenn gar nichts fährt, ne? Wenn überhaupt gar nichts fährt. Und vor allen Dingen dann auch die Chefin, die auf Arbeit kommt und dann sagt, hier, pass auf, ihr könnt heute zu Hause bleiben. Hat man also schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Natürlich scheiße für die Leute, die direkt neben der Arbeit wohnen. Die müssen natürlich trotzdem kommen. Die hatten natürlich dann ein paar Probleme, die mussten heute kommen. Aber ist schön, das ist schön. Und vor allen Dingen der Tag, das ist schon der zweite jetzt wieder. Also ich glaube vor, wann war es? Vor 3 Wochen oder so haben sie ja auch schon mal gestreikt. Der Vorteil ist halt einfach, es geht halt alles nie von der Dings ab, ne? Von meinen Urlaubstagen oder so. Ja, hier wollte ich. Es erinnert mich hier, der Berg erinnert mich vor, ich glaube, wo ist denn das in. Wo man den Käse runterrollen lässt und wo die ganzen Leute dann hinterherlaufen. In welchem Land ist denn das? In der Schweiz? Wird das in der Schweiz gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es wird in der Schweiz gemacht. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Sollte man nicht unbedingt mägen. Okay. Ja, dann machen wir das Rennen hier direkt mal. Yo! Machen wir hier längs.
Und einmal hier hin. Ja, Solo. Ich will Solo spielen. Ich bin Solo. Warum bin ich Solo in der Hölle? Das passt überhaupt nicht. Aber ich kann übelst gut singen. Nicht. Geil, oder? Geil. Das war schon ein geiler Reim. Muss man ja schon ganz ehrlich sagen. Pack mein Auto nie an, sonst ist dein Finger ab. Danke. Ja, man muss auch manchmal, ne? Manchmal auch ein bisschen, ja, aggressiv werden bei solchen Leuten. Die meinen, die könnten einfach die Autos anpacken. Das geht so nicht. Das geht einfach so nicht. So, hier links. Hier längs, danke für die Bande, sehr nett. Da! Ah, schön. Ah, herrlich. Herrlich. Da hat er einen kleinen Unfall gebaut. Tja, scheiße war's, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Scheiße war's. Bitte bremst ein bisschen. Ich muss dich doch noch einholen. Oder zwei holen. Ey, bremst, Vogel. Der ist viel zu schnell, ja? Na, ich muss noch ein bisschen mehr Nitro hier geben. Ich habe aber irgendwie das... Ich habe irgendwie das Gefühl, in dem Spiel... ist man überhaupt hier mit Nitro schneller. Ich merke das halt null. Dass man da irgendwie näher rankommt. Sieht zwar so der Geschwindigkeitsboost, sieht man von Effekten her, aber von Dings her jetzt, dass man wirklich näher rankommt, davon merke ich nichts. Also hier so, ne, von den Effekten, ne, dass so das Bild verzerrt ist und sowas, aber mehr sieht man halt auch nie. Komm, lass mir doch den ersten Platz. Ich komme aber an den, ich fahre eigentlich komplett ordentlich, ne. So, jetzt bleib mal hinter mir, bitte. Ich merke absolut gar nichts von dem scheiß Geschwindigkeitsboost. Kommt bestimmt erst mit dem nächsten Patch oder so. Nee, hier wird nie überholt. Wir müssen hier ein bisschen blockieren den Lappen. Ja, erster Platz. Hui, ich dachte echt, wir bleiben hier auf dem zweiten, aber wir konnten ihn dann doch noch ein bisschen überholen. Sehr schön, das freut mich. Polizei, Hände hoch. So. Was willst du die ganze Zeit hier mit spielen? Nee, ich will Solo spielen, lass mich Ruhe. Warte mal, das sind wir doch gerade gefahren, ne? Wieso ist das so hell eigentlich? Und das nicht. Hä, das sind wir doch gerade gefahren. Das war da hier, wo ich gesagt habe, die Strecke sieht aus wie mit dem Käse, oder? Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Verstehe ich nicht. Na gut. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, was es bedeutet, wenn der Punkt zum Beispiel, das Rennen so, ne, gefüllt ist und hier, also dass die Zeichen halt anders aussehen. Du. Sind die Aliens? Na komm. Boah, ohne Mist, ich dachte jetzt schon, in Offline-Spiel fängt das hier an rumzulecken. Pack mein... Immer dieselbe, ne? Die ist überall, ne? Geht mir echt auf den Sack. Egal wo ich bin, da ist er auch.
Massenrennen, jawohl. Und hier wollte ich eigentlich dran vorbei, aber okay, da nicht. Hier wollte ich eigentlich... Alter. Hallo. Ja. Sollte eigentlich, ne? Das war jetzt nicht so geplant. Aber ey, immerhin ist die Bande für die zweite und dritte Runde weg. Ist auch nicht schlecht. Wow, hi! Lass mich bitte vorbei, ich hab Termine. Termine. Der erste fährt halt gerade weg, ne? Das nervt mich ein bisschen. Ja, guck mal, jetzt hier keine Bande mehr. Ich kann die Kurve ein bisschen enger nehmen. Trotzdem fährt der erste weg. Wladimir Klitschko. Hi, da bin ich wieder. Nee, nee, du Pisser. Bleib mal schön hinten. Da gehörst du hin. Hallo. Ja, hörst du bescheuert? Bleibst du mal... Danke. Was soll denn das? Ich glaube, ich spinne. Ich hoffe, die halten mich jetzt hier nicht auf. Lass mich mal bitte vorbei. Alter, der bremst da gefühlt. Bin ich ja im Lauf nur schneller als der Typ. Hey! So, da haben wir ja heute wieder ein paar Rennen geschafft. Sehr schön, sehr schön. Und ja, ihr wisst ja, in der nächsten Mission ist dann wieder Nachtrennen dran. Also Nacht-Nacktrennen. Und diesmal machen wir auch Stufe 5 Rennen. Ich will immer noch wissen, wieso das halt so aussieht. Na gut, egal. Geht hier irgendwas dran? War ich hier noch nie Erster? Oder ich war da... Das ist ja halt genauso. Guck mal hier. Das bedeutet doch, dass man hier Erster schon war, ne? Oder? Wenn so ein... Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Aber ich war doch... Gibt's ein Rennen... Gibt's wirklich noch Rennen, wo ich schon die Erster war? Ah. Na gut, fahren wir mal Home Sweet Home. Hi. Gut, man könnte das dann in der nächsten Folge mal ausprobieren. Also die Rennen, die halt so ein bisschen gefüllt sind auf der Minimap. Dass man die nochmal fährt und versucht halt auf den ersten Platz zu kommen. Wo fahre ich denn eigentlich gerade lang? Fahren wir mal hier längs hier, ne? Guck mal, da ist ein Polizist. Hä? Mann, ich dachte, wir streifen uns so übelst knapp, aber der wollte wieder umdrehen. Ich hab's ja, ich glaube, in irgendeiner Folge habe ich das sogar geschafft, dass ich am Tag verfolgt wurde, ne? Weil ich den Polizisten gerammt habe. Sowas kriege ich auch hin. Ey, oh, da war ein Kieselstein. Das ist nicht so gut. Also was mir hier allgemein so ein bisschen fehlt, also ich
finde so manchmal das Geschwindigkeitsgefühl ist hier irgendwie ein bisschen. Also wenn ich das mal vergleiche mit anderen Need for Speed Teilen, war das Geschwindigkeitsgefühl enormer. Ja, genauso wie hier Nitro. Das sieht übel schnell aus, ne? Ganz kurz, aber man überholt den dann nie wirklich im Rennen. Das habt ihr ja vorhin gesehen, so, ne? Der kommt nie wirklich näher. Sind so Dinge, die ich nie verstehe. Aha. Der stand ja letztes Mal nicht hier. Doch, stand der. Wunderbar, damit haben wir den Tag geschafft. Wir haben sogar eine Kampagnenmission noch gemacht. Oder ja. Ein Leech-Rennen und ja, wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.